So, jetzt haben wir die Test-Coverage erarbeitet mit IntelliJ. Das ist lokal sehr schön, nur brauchen wir natürlich verbindliche allgemeine Qualitätsaussagen und die müssen natürlich im Bildprozess erhoben werden. Das heißt, die Erhebung der Test-Coverage muss jetzt in unsere Gradle-Bilddatei rein. Das wäre ein wichtiger Schritt. Zweitens, SonarQube zeigt uns freiwillig die Testüberdeckung nicht an und wir müssen jetzt das SonarQube mit Daten versorgen, damit es was zum Anzeigen kriegt. Denn wir wollen ja die Test-Coverage, wollen Sie ja auch wegen der Note, die Test-Coverage auch im SonarQube darstellen. Und um jetzt das zu machen, müssen wir ein paar Ergänzungen machen und das würde ich Ihnen jetzt in diesem Video gerne zeigen. Ausgangslage ist folgende. Sie haben in Ihrem SonarQube jetzt die Tests vielleicht schon gemacht und Ihren Code da reingejagt. Ich hatte jetzt schon ein paar Anfragen von Studenten, die haben hier immer gesagt, meine Coverage ist 0,0%. Ich habe aber Testfälle, woher kommt das? Und das liegt daran, dass der SonarQube keine Daten hat, die er verwenden kann zum Anzeigen. Die müssen wir ihm jetzt liefern. Wie geht das? Um das zu machen, brauchen wir ein Plugin, was uns diese Dinge erzeugt, lokal oder so, dass auch der SonarQube das verarbeiten kann. Das heißt, was nehmen wir da? Sie kennen, dazu gibt es ein relativ altes Plugin schon, das lief unter der Überschrift ECL-Emma und das kann uns unsere Code-Coverage berechnen. Also wenn Sie nach Jacoco googeln, Jacoco, sehen Sie hier auch in dem Screenshot, dann werden Sie da entsprechend fündig werden. Und was wir jetzt machen, ist, wir befolgen einfach die Installationsanleitung von dem Jacoco und schauen mal, was passiert. Ich beschleunige das hier mal. Ich habe es ja schon gemacht, um es zu testen. Kurz nur, dass Sie das sehen. Jacoco ist ein Plugin, was Sie einfach in die Gradle-Bilddatei reinhängen können. Das heißt, Sie müssen oben eine Zeile noch ergänzen mit ID Jacoco. Dann kann man Jacoco sozusagen in den Bildprozess reinhängen. Ich kann erstmal sagen, dass der Jacoco-Testreport hinter dem Test hängen soll und dass der Jacoco-Testreport vom Test abhängt. Das heißt, wenn ich Jacoco-Testreport aufrufe, wird Test danach also zwingend aufgerufen, damit der Jacoco-Testreport funktioniert. Also deswegen habe ich die beiden Tasks als Dependent drin und ich füge hier sozusagen damit hin, dass das Jacoco mit ausgeführt wird. Und was noch interessant ist, ist hier, ich muss natürlich irgendwie dafür sorgen, dass es was zum Analysieren gibt, was ein externes Tool verarbeiten kann. Sprich, Jacoco muss irgendwas ausspucken, was ein anderes Tool dann weiterverwenden kann, um es anzuzeigen, zum Beispiel Gradle. Ich habe jetzt durch Experimente herausgefunden, dass man im Grunde hier den XML braucht. Das SonarQube frisst sozusagen hier die XML-Ausgabe von dem Jacoco, arbeitet auf den Default-Faden. Das heißt, wenn wir das auf True stellen in der Gradle-Bilddatei, dann ist alles gut. So, das setzen wir jetzt um. So, hier sehen Sie jetzt die Gradle-Bilddatei. Ich habe die Sachen schon mal reinkopiert, um Ihnen da sozusagen das Zusehen zu ersparen. Hier nochmal die Änderungen in Kürze. Ich habe ja Coco ergänzt als Bibliothek. Sie sehen schon SonarQube mit einem Access Key auf meiner Maschine. Dann habe ich hier bei Test, da hatten wir schon Use JUnit-Plattform drin, damit JUnit läuft. Und dann habe ich hier nochmal dieses Finalized bei Jacoco Test Report, sodass das sozusagen immer erzeugt wird, wenn die Tests laufen. Und ich habe jetzt hier nochmal der Jacoco Test Report, der wird nur dann ausgeführt, wenn Test davor ausgeführt wurde. Das heißt, wenn ich Jacoco Test Report ausführe, macht er automatisch den Test mit. Und ich habe jetzt hier im Gegensatz zu dem Tutorial hier noch das XML Enabled auf True gesetzt. Damit ich Ihnen was zeigen kann, habe ich hier nochmal dieses HTML Destination drin gelassen. Da wird er nachher ein Verzeichnis Jacoco HTML erzeugen. So, das waren die Ergänzungen. Mehr ist nicht zu machen. Wie gesagt, was müssen Sie dann tun, damit das dann läuft? Sie gehen hier wieder auf Gradle und klicken hier aktualisieren. Und das heißt, dann frisst er hier die aktuelle Gradle-Bilddatei und passt auch das IntelliJ-Projekt entsprechend an. So, wenn das durchgelaufen ist, haben Sie hier mehrere
Optionen, wie Sie jetzt Jacoco starten können. Das heißt, ich kann hier einfach Tests ausführen. Ich kann hier den Jacoco Test Report, das ist jetzt eingeschaltet, oder ich kann hier sogar Check ausführen, da ist Test mit drin. Also das heißt, Check ist ja so das Umfassende, wo dann vielleicht auch statische Analyse und alle anderen Dinge mit ausgeführt werden würden. Das heißt, ich führe das jetzt hier mal vor. Das heißt, ich mache jetzt hier mal lokal auf der Maschine den Jacoco Test Report. Wenn Sie in der Build Pipeline Check gemacht haben, ist das Jacoco Test Report dann damit quasi drin. Führen wir das mal aus. Sie sehen, er hat was produziert. Schauen wir mal rein, was jetzt rausgekommen ist. Das heißt, er verspricht uns hier ein Jacoco HTML-Unterverzeichnis. Schauen wir mal rein. Bildergebnis immer im Unterverzeichnis Bild. Und hier ist Jacoco HTML, oh Wunder. Und Sie sehen, hier sind so Ausgaben von allen meinen Beispielprogrammen, die ich Ihnen bisher zur Verfügung gestellt habe. Und jetzt können wir hier index.xml mal HTML mal aufrufen. Hier gibt es ein Open in X Browser, und dann mein Lieblingsbrowser ist immer der Firefox. Und jetzt sehen Sie eigentlich hier sehr schön, was das ja Coco gemessen hat. Das heißt, ich habe in dem vorherigen Video habe ich Ihnen ja was zu Gilded Rose gesagt, und da haben wir versucht, die Test Coverage hinzukriegen. Und das heißt, wir sehen jetzt hier mal, dass wir von den Branches schon sehr viel erwischt haben. Also wir haben 80% Branch Coverage. Und jetzt können wir uns das Gilded Rose mal anschauen. Das heißt, wir haben jetzt von Gilded Rows schon sehr viel ausgeführt, von Item sehr viel ausgeführt, und jetzt fehlen uns bei den Branches hier bei Gilded Rows noch 20%. Wenn wir da mal reinschauen, können wir uns da sozusagen jetzt durchklicken, und jetzt haben wir hier ungefähr dieselbe Ausgabe wie von IntelliJ. IntelliJ hat jetzt hier noch ein paar mehr Sachen rot gemacht. Ich bin jetzt nicht sicher, warum der jetzt die Sachen für getestet hält. Aber also eigentlich müssten sich die beiden Ausgaben müssten deckungsgleich sein von IntelliJ und von Jacoco. Aber wie gesagt, Sie sehen jetzt hier eigentlich einen im HTML nutzbaren Dialog. So, das heißt, das war jetzt mal die Ausgabe, und die HTML-Seiten könnten Sie irgendwo anzeigen in Ihrem Bildprozess. Die könnte man als Bildergebnis beim Gradle-Bild auch mit rausreichen, wenn man wollte. Wir wollen ja die Daten ins SonarQube reinkriegen. Das heißt, jetzt haben wir den Report erzeugt, und jetzt kann ich mal gucken, ob SonarQube mir die Daten anzeigt, wenn ich das Ganze für SonarQube laufen lasse. Das heißt, ich wechsle hier wieder zurück ins IntelliJ. Dann habe ich hier bei, ich glaube, Other war das, SonarQube. Und lasse das jetzt hier nochmal durchlaufen, und ich soll da die Daten ins SonarQube reinladen. Okay, er ist durchgelaufen. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal das SonarQube anschauen, habe ich hier von meiner tollen Studienarbeit, und jetzt hier einen Refresh sage und Glück habe natürlich, sehen Sie jetzt hier, dass wir schon deutlich mehr Code getestet haben als vorher. Und jetzt müssten wir eigentlich die Daten, die wir erzeugt haben, auch hier sichtbar machen können. Also ich klicke jetzt hier in SonarQube mal drauf und hoffe mal, dass er dann dieselben Daten anzeigt, die wir gerade auch gesehen haben. Das heißt, Sie sehen hier wieder den Code, den ich Ihnen bereitgestellt habe. Und wir sehen jetzt hier auch wieder die Statistik, dass also die meisten Sachen nicht getestet sind. Jetzt können wir aber hier mal bei Gilded Rose reinschauen. Das war so das, was wir jetzt die erste Zeit betrachtet haben. Und wir haben hier auch dann eine entsprechende Anzeige, was alles getestet wurde. Das ist das Grün, und was ganz oder teilweise getestet wurde. Also quasi die Sachen, die jetzt in der HTML-Seite mit Gelb dargestellt worden sind. So, jetzt haben wir sozusagen den Test in die Bildpipeline fähig gemacht. So richtig eingebaut haben wir es noch nicht. SonarQube ist jetzt in der Lage, uns das anzuzeigen. Jetzt sind wir eigentlich fertig. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz in die Bildpipeline rein. Was müssen wir dazu tun? Naja, wir müssen unseren Code einchecken und hoffen, dass er dann in der Bildpipeline durchläuft. Versuchen wir das mal.
So, ich bin jetzt hier in meinem Projekt angekommen. Schauen wir nochmal ganz kurz auf die GitLab-CI.YAML, ob der Code überhaupt ausgeführt wird und ob er die Coverage-Stat überhaupt theoretisch erfassen kann. Sie sehen hier, ich habe hier den Java-Test und oder der Stage ist Check genannt und wir machen hier Gradle-Check. In Check ist Test enthalten und erreicht zumindest hier die JUnit-Testdaten raus. Was er nicht macht, ist, das habe ich jetzt für ein Demo-Video nicht hingekriegt, ist, dass man die Jacoco-Ausgabe direkt zur Anzeige bringt. In GitLab, dazu gäbe es eine Brücke mit der Kubertura-Brücke. Kubertura ist auch so ein Coverage-Tool, das heißt, Jacoco wird transformiert mit allen möglichen Skripten in Kubertura und dann kann das GitLab das anscheinend anzeigen. Das habe ich aber nicht zum Laufen gebracht, deswegen zeige ich Ihnen das gar nicht erst. Aber theoretisch müssten sozusagen meine tollen Coverage-Sachen hier mit ausgeführt werden. Jetzt schauen wir mal, was die Build-Pipeline sagt. Sie sehen, der Test ist bestanden worden. Mein Commit hier, Sonacube und Jacoco, das haben Sie ja gerade gesehen, ist gelaufen. Und jetzt können wir uns mal anschauen, was passiert ist. Er sieht jetzt hier, er hat 27 Tests durchgeführt. Das ist ja die Anzeige, die ich in einem der ersten Videos mit eingebaut habe, als ich JUnit 5 verwendet habe. Das heißt, hier können wir dann sehen, dass da eine ganze Menge getestet worden ist. Das heißt, das sind so ein paar Sachen, die ich jetzt als vorbereitet habe. Aber wir sehen hier dieser Gilded Rose Test, Foo, minus 1 und so weiter. Und so ein paar weitere Beispieldaten, die ich hergestellt habe, auch für die diverse Testcard. Das hat jetzt hat er alle durchgezogen. Wie gesagt, die Coverage-Daten habe ich nicht zum Laufen gekriegt. Wir können aber nochmal in den Testfall reinschauen. Mal gucken, was er da zeigt. Hier ist sozusagen die Testausgabe. Und hier müsste irgendwo, Sie sehen hier, Jacoco Test Report ist durchgelaufen, Check ist durchgelaufen. Also die Daten wären grundsätzlich da. Man könnte jetzt die erzeugte XML-Datei dann vielleicht weiterverarbeiten mit einem anderen Tool. Aber so weit bin ich jetzt leider mit meinem Experiment nicht gekommen. Vielleicht kommen Sie da weiter, kriegen das zur Anzeige gebracht. Wie gesagt, was uns wichtig ist, ist, also schön wäre tatsächlich eine Coverage-Datenanzeige in der GitLab-Pipeline, damit das der Rest des Teams es sehen kann. Was uns aber auch hilft, ist eine Anzeige in Sonarcube. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Damit sind wir schon durch mit diesem kurzen Video.